Ja, ich mache jetzt noch einen Monat Zivildienst. Und dann fällt mir gar nichts ein im Moment. Als Hobby noch dasselbe. Als Hobby noch dasselbe oder so, ja. Keine Ahnung, ich habe früher war ich auf Zeche. Na, was für eine Zeche? Zeche Nordstern. Zollverein. Jawohl. Und was das macht? Bergmechaniker. 3 Jahre. Erzähl mal, was das für eine Arbeit ist. Ziemlich das Härteste. Ich meine, ich kann mir jetzt nicht mehr richtig vorstellen, dass ich das früher mal gemacht habe. Bist da irgendwo 1000 Meter in so ein Loch, in so ein Streb, direkt vor Kohle und bist da am Rumschöppen wie so ein Idiot mit 6 anderen. Da rottert so ein Riesenteil an dir vorbei, reißt die Kohle in Brocken runter. Du siehst nichts mehr und kniest da im Dreck und schöpfst weiter. Ungelogen. Was war denn das für ein Tag? Kannst du mir so einen Tagesablauf erzählen? Ein Tag? Ja, ich habe immer Wechselschicht gehabt. Mittagsschicht, Frühschicht, 18 Uhr Schicht. Was ist? Ja. 18 Uhr Schicht fährst du eben abends an, fährst nachts 3, 4 Uhr raus. Mittagsschicht fährst du eben um 12 Uhr runter, wenn die Sonne am Himmel steht. Kommt es abends drauf, wenn sie runtergeht. Schwarz wie eine Sau. Stoney war der erste Manager von Creator. Er hat der Band ihren ersten Plattenvertrag verschafft. Jetzt fährt er ab und zu mit auf Tour und verkauft T-Shirts. Rob, der Bassist der Band, hat seine Lehre als Maler kurz vor der Prüfung hingeschmissen. Er will Musiker werden. Peppy hat früher auch in einer Thrash-Band gespielt. Seine Lehre hat er zusammen mit Rob vorzeitig beendet. Jetzt jobbt er ab und zu in diesem Getränkemarkt. Psycho sucht zurzeit nach Arbeit, Lerche schafft am Bau. Schenz, Paco und Rafa gehen noch zur Schule. Den Kids im Essener Norden wird zurzeit nicht viel geboten. Die Zechen sind zu und die Stadt befindet sich wirtschaftlich und kulturell im Umbruch. Das Ruhrgebiet sucht eine neue Identität. Wie viel Geld hast du hier schon genommen? 800. Zivilgeld. Mhm. Und wie verteilen sich dann so deine Kosten? Also ich meine Miete und sowas? Jeden Monat anders. Ich versuche es so gut zu bewältigen wie Geld. Aber muss ich noch sagen, dass meine Tante mich auch manchmal ein bisschen unterstützt. Also die unterstützt mich sehr, auch mit der Miete und so, das muss ich auch sagen. Aber ansonsten versuche ich halt mit den 800 Schleifen zu machen, wie es geht eben halt. Und das ist manchmal echt ganz schön chaotisch. Vor allen Dingen mit Auto und so. Und dann kommen die Kosten, kommen einmal große Kosten im Monat, dann kannst du schon gar nicht mehr viel machen. Und deckst du die 400, 500 Mark damit, hast du gerade noch 200, 300 zum Leben oder so. Kommt, wie es kommt. Weil ich ja auch noch Auto dabei fahre. Ohne Auto wäre das ja scheiße. Und was macht man dann so den ganzen Tag, wenn man Zeit hat? Sich treffen, gemütlich machen. Baggersee fahren oder im Garten grillen oder eben öfters Bierchen trinken und so angenehm machen wie möglich den Alltag. Ja. Ja, manchmal ist es auch langweilig. Ja, das stimmt. Ich meine, ich denke nicht großartig an der Zukunft, weil so wie es jetzt alles aussieht, ist das ja wohl alles ziemlich dunkel, so für die Zukunft. Man sollte sich die nächsten 10, 20, vielleicht 30 Jahre so gut machen, wie man eben drauf ist, jeder für sich. Ne? Ich meine, ich höre mir meinen Sound rein und will dementsprechend ein cooles Leben führen, so einigermaßen, ohne überall Druck herzukriegen. Also.